Bist du in der Gruppe drin? Nee, noch nicht. Ja, ich bin jetzt ausgetreten. Jetzt komme ich wieder rein. Ausgetreten. Ach, das klingt wieder so obszön. Wir starten Halo 4. Halo 4, oh, das wird gut. Und wieder den zweithöchsten Schwierigkeitsgrad. Denn wir wollen ja auch was erleben hier, ne? Ist es dann wieder der Master Chief? Oder ist es ein anderer Master Chief? Natürlich. Oh, sehr gut. Was ein Gefängnis ist das hier? Ach, das ist der Master Chief, sehe ich am Kopf. Erzählen Sie mir von den Kindern. Also optisch geht so, ne? Ich bin ein bisschen feucht. Sie wissen doch bereits alles. Sie haben sie entführt. Der kindliche Geist ist anfälliger für ideologischen Drill. Ihre Körper sind anpassungsfähiger für verändernde Eingriffe. Das Resultat war der ultimative Soldat. Ja. Und gerade durch unsere Erfolge waren wir bereit, als die Allianz uns überfiel. Doktor, Sie wissen, dass Sie die Geschichte zu Ihrem Vorteil verdrehen. Sie entwickelten die Spartans, um menschliche Aufstände niederzuschlagen, nicht die Allianz. Aha. Als eine menschliche Welt nach der anderen fiel. Als meine Spartans das Einzige waren, das zwischen der Menschheit und gibt's doch mehrere Master Schiefer. Da interessierte es niemanden, wofür sie ursprünglich geschaffen worden waren. Aha. Sie denken, dass Ihre Entscheidung letztendlich berechtigt war. Mein Wirken hat die Menschheit gerettet. Glauben Sie, dass Ihre fehlende Menschlichkeit den Spartans geholfen hat? Worauf wollen Sie hinaus? Die anderen vor Ihnen waren vom MND, aber Sie? Sie sind anders. Die Akten belegen, dass Spartans oft leicht soziopathische Züge zeigten. Schwierigkeiten mit der Sozialisierung und dem Sprachen. Die Akten belegen effiziente Verhaltensweisen beim Einsatz in Gefahrensituationen. Ich habe die Werkzeuge für diese Effektivität zur Verfügung gestellt. Aber glauben Sie, dass der Master Chief deshalb Erfolg hatte, weil er tief in seinem Inneren zerrüttet war? Was hat John damit zu tun? Na doch, Cortana. Sie wollen ihn ersetzen. Der Master Chief ist tot. Den Akten zufolge wird er vermisst. Catherine. Spartans sterben nie. Ihr Fehler ist es, Spartans als Militärgerät anzusehen. Meine Spartans sind die nächste Stufe der Menschheit, die Zukunft unserer Spezies. Unterschätzen Sie sie nicht. Vor allem aber unterschätzen Sie ihn nicht. Wir sind ja hier im Multiversum irgendwo gelandet, ne? Beim dritten Teil. Abgetrennt vom Raumschiff. Bei so einem Sprungtor. Ne? War das nicht so? Hallo? Sag ich doch, war es so. 4 Jahre nach den Ereignissen auf dem Halo. Und der Shiki ist nicht da. Doch, aber ich genieße gerade die Story. Ich wollte jetzt eine Bestätigung haben. Vorwärts ja. In die Dämmerung. Hinein. Da gibt es übrigens einen Film. Da gibt es mehrere Filme. Auf Netflix gibt es mindestens einen. Option. Gute Grafik. Aber wie überlebt denn der Master Chief? Braucht er nichts essen? 4 Jahre ist eine lange Zeit. Ach, und Cortana ist ja auch noch mit bei. Stimmt. Oh, Cortana, du hast dich verändert.
Ach, der war ja im Kryoschlaf. Somit haben wir das erledigt mit dem Essen. Aufwachen, Chief. Ich brauche Sie. Geil. Wir waren lange im Tiefschlaf. Wo sind wir? Wir sind immer noch auf der Dorn. Warum weckst du mich? Moment. Bringe ihre Systeme jetzt online. Ich habe die Firmware ihrer Panzerung umgeschrieben. Ganz schön fleißig. Aktiviere die Schwerkraftgeneratoren. Coole Stimme. Haben die sich nicht vorher geduzt? Chief, sehen Sie hoch. Betätigen Sie die manuelle Öffnung. Okay. Kann ich auch raus? Wie in alten Zeiten. Wieder bereit zum Einsatz? Dachte schon, Sie fragen nie. Die Systeme melden Eindringlinge auf mehreren Decks. Ach, Master Chief. So, das ist eine... Vom Beobachtungsdeck können wir am ehesten rausfinden, wer die sind. 4 Decks über uns. Vielleicht ein Rettungsteam. Darauf würde ich nicht wetten. Die Steuerung ist schon mal wesentlich angenehmer. Ja, ist direkter. Fällt mir. Was ist das hier? Das war ein Mikroruckler. Waffensysteme online. Okay, ich drücke einfach Knöpfe, weißt du? Wieso? Weil man es kann. Eindringlinge an Bord. Wie kann man die denn drücken? Hier konnte ich drücken. Schwerkraftkontrollen online. Ich will auch. So, ich gehe jetzt hier die Treppe runter. Wo denn? Wo bist du denn? Was haben wir denn hier? Ist auch Lampe? Dies ist die Dienstakte von Spartan, John 117. Wollen Sie fortfahren? Echt Achievement gekriegt. Ja, fortfahren! Pillar of Autumn entdeckt Blutsväter Halo Installation 04 und setzt Spartan 117 zum Schutz von UNSC KI Cortana. Okay. Der Chief enttarnt den Plan der Allianz zum Abfeuern der Waffe und opfert die Autumn, um den Halo-Ring zu zerstören. Okay, ja klar. Spartan 117 verfolgt das Allianz-Flaggschiff nach einem Angriff auf die Erde, erreicht die Halo-Installation 05 und findet sich mitten in einem Bürgerkrieg der Allianz wieder. 117 verhindert die Zündung des Rings und folgt der Allianz zurück zur Erde, auf der Suche nach einer Blutsväter-Einrichtung, die alle Halos der Galaxie aktivieren kann. Hm. Okay, stimmt. Die Allianz erreicht die Erde und öffnet ein Portal zur Arche, einer außergalaktischen Blutsväter-Installation, die die Halos abfeuern kann. Spartan 117 verfolgt die Allianz mit einem kombinierten Allianz-UNSC-Team zur Arche, zerstört diese und verhindert so die Zündung der Ringe. Als Spartan 117 versucht, an Bord der UNSC Forward unto Dawn von der Arche zu entkommen, zerfällt das Hyperraumportal, welches das Schiff gerade passiert. Okay. Im hinteren Teil der Dawn begibt sich Spartan 117 in den Kryoschlaf und wartet auf Rettung durch UNSC-Kräfte. KI Cortana bleibt aktiviert, solange es technisch möglich ist. Ende der Eintragung. Oh, was? Fake News. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Eine Lampe haben wir nicht, ne? Nö. Aber wir sind ja auch nicht so ein Imba-Typ, weißt du, wie in ODST. Ach, da hinten müssen wir lang. Gar nicht mitbekommen. Wir sind der Master Chief, hallo? Aber schöne Grafik, oder? Ja, hat... Wie lange war ich weg? 4 Jahre. 4 Jahre, 7 Monate, 10 Tage.
Jemand hätte uns inzwischen finden müssen. Was ist das? Sensorenscan, hohe Intensität. Stimmt mit keinem bekannten Muster überein. Wie weit noch bis zum Beobachtungsdeck? Es ist direkt über uns. Okay. Die Fahrstuhltüren sind verschlossen. Dann mache ich so auf hier. Chief, seien Sie vorsichtig. Oh, fuck. So. Kletterst du auch oder guckst du zu? Ich gucke zu. Na toll. Mir war nicht klar, dass das Schiff schon so zerfallen ist. So einiges passieren. Allein war der sicher nicht. Seien wir vorsichtig. Okay, auf alle Fälle sind es keine Unbekannten. Da hinten ist wieder einer. Och, man wüsste was hier. Versteht man ja nicht. Das sind Aliens. Wie willst du die denn verstehen? Überbrücken Sie die Schutzschilde, damit wir sehen, womit wir es zu tun haben. Ich überbrücke. Nee, du bist kein Schutzschildüberbrücker. Da oben, war. Hier. Gute Nachricht. Die Allianzler sind nicht wie Soldaten ausgerüstet. Vielleicht sind es nur ein paar abtrünnige Schrottsammler. Wow. Oder wir sind mitten in eine ganze Allianzflotte geraten. Vielleicht haben sie uns nicht erkannt. Das ist eine Möglichkeit. Landungsschiff flankiert uns! Wow, was ist das? Granate. Ach so, das warst du. Oh. Ich dachte, ein neues Typ-Ding ist hier. Aber das Auto-Aiming ist nicht mehr ganz so intensiv, ne? Ja, wesentlich besser. Von diesem Schiff. Wir haben größere Probleme. Ein Kreuzer ist auf Abfangkurs. Gehen Sie zu den Aufzügen. Wo sind die? Waffensysteme laut Schiffssensor nicht weiterhin online? Ja, aber die Waffenstationen sind unerreichbar, seit das Schiff auseinandergerissen wurde. Wir müssen sie manuell von der Außenhülle abfeuern. Toll. Hey. Oh, da ist er. Ah. Konnte man vorher auch rennen? Ja, ne? Ich weiß es nicht. Gesenkt. Falls sie die nicht hochfahren, wird die Rakete eine echte Überraschung für sie sein. Tja, dann schießen wir eine Rakete.
Keine Ahnung, ob ich richtig laufe, aber ich laufe einfach mal. Diese Allianztruppen scheinen noch fanatischer als früher zu sein. Huch. Wie weit noch zur Rakete? Wir sind fast da. Wo ist er denn hin? Zur Rakete. Ja, wo ist die? Da bist du, okay. Müssen wir lang. Wahrscheinlich hier. Die Reserveabschussstation sollte links hinter der Luftschleuse sein. Aha. Sie müssen den Raketenstart einleiten. Lautana. Ach, nichts. Erreichen Sie einfach die Abschussstation. Oh, Schwerelosigkeit. Verzeihung, habe ich verpasst, dass wir einen Blutsväterplaneten umkreisen? Immer der Reihe nach. Was? Oh. Das Ding ist groß. Ein Blutsväterplaneten? Ja, guck mal über uns. Das Ding ist groß, was uns da anguckt. Chief, stimmt. Wir müssen die Raketensteuerung finden. Boah, sind hier viele Viecher. Wo ist das Ziel? Wie kommen wir da hin? Hier hinten. Hüpfen, ne? Alter! Dich hier drauf. Da ist die Abschussstation! Oh, ich bin echt tot. Abschuss. Kein Problem. Ich denke mal, das Problem wird sich lösen. Da toll. Geh sie runter. Mensch, die hat aber einen Befehlston drauf, ey. Na, ich häng fest. Schicki klärt schon alles. Ja. Guck mal, Konfetti. Oh oh. Oh oh. Werden von einem Gravitationstrichter in den Planeten gezogen. Nee, ich nicht. Beeilen wir uns. Sobald wir den Ereignishorizont überschreiten, zerreißt uns die Atmosphäre. Ich renne. Fahrzeugbucht, Acker. Markiere die nächste Luftschleuse. Los. Die ist aber ganz schön bossy geworden, oder? Ja. Thank you.
oh, 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 oh. Ziel ja, oder? Nee, noch nicht. Ist ein bisschen kacke hier alles. Ziemlich hektisch, ja? Oh, oh. Richter gefangen. Findest du die Rettungskapsel? Negativ. Achtung! Oh Gott! Oh, da war das Licht aus. Halo 4 kommt. Platz da, hier kommt der Landvogt. Das ist also Watten-Einstand, ne? Ja, ja, ja. Blutsväterplaneten. Levelzeit 15 Minuten. Hm? Dawn. Hammer. Und mal wieder gelandet. Ist aber auch unkaputtbar, der Typ, oder? Mhm. Das ist so wie der Doom-Guy. Der Doom-Marine. Ja, stimmt. Der ist auch gut. Wo sind wir? Überprüfe Aufprallkoordinaten. Du hast für uns deine Familie aufgegeben, deine Kindheit, deine Zukunft. Cortana. Tut mir leid. Der Absturz. Bin okay. Schon vor dem Verlassen der Dawn stimmte irgendwas nicht. Chief, wirklich, mir geht es gut. Cortana. Ich wurde vor 8 Jahren in Betrieb genommen. 8 Jahre. Oh, sie löst sich auf? KIs degenerieren nach 7, Chief. Halsey. Chief. Wir müssen Halsey finden. Chief, bitte. Sie hat dich erschaffen und kann dich reparieren. Vom Wahnsinn gibt es kein Zurück, Chief. Wenn wir es zurück zur Erde schaffen und Halsey finden, biegt sie das hin. Versprechen Sie einer Lady nichts, was Sie nicht halten können. Ich bin der Master Chief. Wir müssen los. Okay, ist die neue Aufgabe, ne? Cortana wieder nach Hause bringen. Scheint nicht so, als sei es der Allianz besser ergangen. Wie viele Schiffe haben es durch die Decke geschafft? So einige. Warum? Wir müssen immer noch nach Hause.